Was geht ab? Six All in the Mix. Willkommen zu einem Video. Freunde, ich sitze schon längst im Flugzeug, aber ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Freunde, jetzt habe ich hier gerade einen Holländer. Ich glaube, er ist Holländer. Und hallo. Hallo. Sagen Sie, sind Sie Holländer? Nee? Ja. Ja, okay. Wie ist es dann mit der Wirtschaft heute? Spürt man das so sehr, ja? Was? Also sozusagen vorher und nachher Vergleich. Spürt ihr das wirklich sehr, was in den letzten eineinhalb Jahren passiert ist? Oder? Was hier? Ja, genau. Ja, das spürt man mega. Echt, ja? Wirklich. Normalerweise aus Holland. Ist alles ganz, ganz voll. Der ganze Bayern, also kann man gar nicht voll. Laufen sozusagen. Ne? Es ist jetzt 10%, man sieht von normal. Oh, wow, echt, ja? Das ist wirklich krass und bitter, alle Clubs ne? sind noch zu leider. Okay. Wir haben hier 5 schöne Clubs auf der Playa gerade. Okay. Also das ist eigentlich der Hotspot zu. Hier, wo es richtig rund geht, ne? Normalerweise Beachhouse oder Shooters, das sind der Platz, wo wow. der meiste Leute kommen und die haben die größte Name. Und weiter haben wir das Megapark, das Bierkönig, das Oberbayern. Bierkönig, genau, da war ja noch was, genau. Genau. Ich war jetzt hier bei dem Arsenal, wie nennt man das? Arsenal? Nee, wie nennt man das? Dieses Beach da hinten, wie nennt man das? Arenal, ja genau. Arenal, Arsenal. Ja, das ist Arenal, das ist yeah. der Playa yeah. de Palma und man okay. ist gerade in Arenal. Arenal, genau. Man sagt ja, dass hier ja. eigentlich die Hölle abgeht, ne? Normalerweise ja. Ja, wenn sich Ihnen das nichts ausmacht, interviewe ich gerade Leute ein bisschen, ja, wo genau. die Veränderung ist oder wie fühlen sich die Leute. Man merkt da schon so ein kleines bisschen Druck bei den Leuten, ne? In den Augen, so ein bisschen. Ja. Da kommen die jüngeren Leute, die ja. haben ja, wie heißt das auf Deutsch, Studium gemacht. Und wollen feiern einfach, ja, ne? Die wollen einen feiern. Okay, ja. Krass. Wir machen das Beste davon, ne? Nee, natürlich, darum geht's ja. Danke, Bro. Super. Ja, alles Gute, mach's ne? gut. Danke, tschüss. Ciao, ciao. Ja, Freunde, das war ein Holländer, ihr habt es gehört und ja, ich würde sagen, wir gehen weiter. Also das, was wir jetzt zum Beispiel sehen, hinter mir ist das Beach House und hier sitzen auch gerade sehr, sehr viele Deutsche. Und da läuft auf jeden Fall ein Spiel, Fußball, was auch immer, keine Ahnung, wahrscheinlich auch Holländer. Ganz hinten zum Beispiel da nennt man auch das holländische Viertel und ja, wir sind ein bisschen weitergegangen. Hier seht ihr ja, die Stimmung ist eigentlich ja, sehr entspannt, es ist jetzt nicht wirklich laut, aber es ist auch nicht wirklich leer oder so, sondern ihr seht ja. Ich würde behaupten, dass 80% der Touristen immer Deutsche sind. Ja. Und ja, wir gehen ein bisschen weiter. Bei den Jugendlichen ist die Stimmung so, ja, geht so. Ich glaube, die müssen auch ein bisschen mehr trinken. Wir gehen weiter, Freunde. Ja. Ihr seht, wie Deutsche abgehen. Geil. Geiler Scheiß. Ihr seht gerade die Deutschen, wie sie abgehen. Ja. Rolli. The German's crazy. See you. Ja, Rolli haut er raus, was ich meine. Und ja, musste man gerade so ein bisschen aufnehmen, deswegen. Wie die aussehen. Ja. Bist du die Prinzessin auf der Erbse, ja? Ich? Ja. Ja. Ja, keine Ahnung. Malle 2021, Juni, bereits schon der 6. Juni heute. Wie ist das? Gestern hatte ich Geburtstag. Ja, das ist die Geilste. Wie? Tatsächlich? Jetzt frage ich mal kurz mal direkt, wie war's denn? Ja? Alles gut. War gut, ne? Du hast ein Tattoo verpasst bekommen, oder was? Ja, geil. Ja, geil. Ich habe hier so ein Fake-Tattoo. Echt? Ja, weil ich wollte vorhin nochmal meine Freundin so ein bisschen erschrecken, aber war die. Ich würde sagen, wir beantworten dir alle deine Fragen, wenn du bei uns ein Tattoo stichst. Tattoo? Ja. Ah, ich bin immer. Ey, du hast doch den Stencil schon auf dem Hals. Ja, das Ding ist, ich bin super ängstlich. Ich habe Angst vor Nadeln und alles sowas. Ja, ich auch. Ja, und. Und Tattoo ist übelste Pussy. Ich würde das gar nicht aushalten, sage ich euch ehrlich. Ja, also. Ja, also. Ja, also wirklich. Welche Fragen hast du? Ja, zu. Meinst du, ja? Wegen Mallorca? Ja, ja, sehr gut. Du hast also Geburtstag, ne? Warst du aber schon mal hier, oder? Wie ist der Unterschied? Wie ist es zu damals? Heute ist echt anders, ne? Also ich bin zum ersten Mal hier und ich finde es schon geil, aber... Ja. Aber Moment, alle durch. Ja. Aber ich habe meine Frau des Lebens kennengelernt. Ja, schmeckt immer noch genauso westlich, wie ich jetzt heiraten möchte. Ich kenne wie in der Popo. Ja, deutsches Bier ist natürlich Nummer eins, weil da kommt ja nichts ran. Aber ist es wirklich... Ist es okay. Schwierig, echt schwierig. Ja. Genau. Stimmt das, dass die Preise hochgegangen sind? Nein. Nicht? Wenn sogar du immer noch Kiosk trinkst, dann bleibt die Preise. Die sind schon geil drauf, meine Freunde. Ey, das wird doch mal ein geiles YouTube-Video, oder? Ja. Problem.
Ja, okay, krass. Und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall weniger Leute, ne? Und man sieht vielleicht bei den Leuten, dass die Augen, dass die Leute so ein bisschen frustriert sind. Kann das sein? So ein bisschen bedrückt? Nicht? Ich meine die Spanier oder die Leute, die hier leben? Man fühlt, achso, so die hier leben. Okay, gut, also, die sind gut drauf. Okay. Kannst auch du sagen. Okay, gut, alles klar, du bist ja nicht, noch nicht so alt, oder? Okay, naja, ich sage einfach mal so, dass man fühlt schon eine gewisse Pressure, so ein bisschen Pressure ist da, ne? Also die Leute sind schon... Die Strafen sind sehr hoch, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Die Strafen sind sehr hoch, echt, ja? Wenn ihr reinläuft, zahlt der Besitzer 6.000 Euro. Oh wow, und das ziehen sie knaller durch, oder? Das ist ja nicht wie in Deutschland so. Gerade in Deutschland sogar ein bisschen lockerer. Da wird dann auch mal ermahnt und sowas, ne? Krass. Hier wird niemand ermahnt. Hier kriegst du gleich eine Strafe. Okay, weil die Wirtschaft wahrscheinlich drunter leidet auch sowieso. Und würde ich dir sagen, dass also Palma kommt dann schnell wieder rein in die Wirtschaft oder wird die nicht so einfach, meinst du? Also Palma läuft, also ich arbeite in Palma, das läuft alles. Aber ist hier halt die Playa. Das Gute, die wollen Umschwung machen, ne? Die wollen weg von diesem Ballermann-Ding und Sauf-Ding, die wollen jetzt mehr auf Ibiza. Ich verstehe so, okay. Ja. Geil. Ja, krass, Alter, aber ich danke euch auf jeden Fall. Ne? Gerne. Ja, aber es ist trotzdem angenehm, vom Flair her, die Location her. Es ist super, super angenehm. Also, absolut. Ja, also so vorher auch noch nie gemerkt oder gesehen. Ich war schon in verschiedenen Dingen, so Asien, Kalifornien, hast du nicht gesehen. Aber hier ist es komplett anders halt. Ne? Grand Canaria war ich auch schon zum Beispiel. Und trotzdem. Hier ist es auf jeden Fall geil, ja, ist geil. Ist eine geile Insel, ja. Hat was Eigenes. Also es hat wirklich was Eigenes so. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mal irgendwo hinfliegst, dann wiederholt sich einiges. Zum Beispiel Teneriffe, Gran Canaria ist gleich. So. Ja. Aber hier schon, es hat was. Cool. Jetzt weiß ich, warum die Deutschen das so lieben, Alter. Warum manche hier hängen geblieben sind. Ne? Ja, genau. Ich habe eine Frau von den kennengelernt, die ist einfach 30 Jahre hier hängen geblieben. Freunde, super nette Menschen, ihr seht ja, alle sind locker. Ja. Danke, ciao, alles Gute. Geil. Party ausraster am Ballermann. Ja. Alles Gute. Danke, ciao. Mach's gut. Ja. Okay, Freunde. Das war so. Ich würde sagen, das war erstmal so das Interview. Ja, ich werde die Leute nacheinander einmal reinschneiden. Natürlich nur die besten Szenen. Also hier, wie ihr sehen könnt, feiert zum Beispiel die Mallorca-Jugend. Jugend aus Mallorca, spanische Jugend. Und ja, so sieht das Ganze aus. Auch sehr viele Jugendliche und Co. Hier gehen die halt natürlich zum Trinken, Feiern, alles drum und dran. Und ja, setzen sich natürlich auch hin, essen was, trinken was. Zum Glück ist gerade die Musik aus, weil wegen Copyright. Deswegen würde ich sagen, ja, so sieht das Ganze aus. Die haben schon gute Plätze, aber keine Shisha. Leider keine Shisha. Deswegen. Da ist die Jugend. Das ist die spanische Jugend. Auf Mallorca, ja. Und ich würde sagen, komm, wir hauen wieder ab. Das war's. Wenn keine Shisha da ist, dann hauen wir wieder ab. Ja. Easy going. Auf geht's zum nächsten Platz. Bis gleich. Auch hier in den Seiten zum Beispiel sieht man auch, dass das Leben zum Teil auch schon so ein bisschen in einer Art Stillstand ist. Und ja, man merkt auf jeden Fall die Frustration der Leute. So ein bisschen selbst die Reisenden. Und ja, natürlich die Leute, die auch leben, die von der Wirtschaft auch so betroffen sind. Und ja, ich würde sagen, ihr seht hier, einzelne Läden sind dann aber trotzdem leer und einige stehen sogar zu. Man merkt auf jeden Fall die Krise in allen Zügen. Ja, also ein paar Shops sind offen, ein paar nicht. Gut, heute ist natürlich Sonntag, aber ich weiß ja nicht, wie es morgen aussieht. Also ich glaube nicht, dass es viel voller morgen sein wird. Wie gesagt, es ist zwar Sonntag, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch voller sein wird, könnte. Ja, oder wird morgen. Wir sehen es ja dann morgen. Wie gesagt, die Leute sind auf jeden Fall wirtschaftlich getroffen worden. Und das merkt man in jeder Lage. Ja. Schaut mal, hier auch noch ein bisschen wird natürlich hier umgebaut. I don't know about this one, bro. Aber viele Dinger sind geschlossen. Auch viele Bars sind geschlossen, die vorher vielleicht auf hatten. Und wo es halt sozusagen geboomt hat. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ist eine schöne Gegend, tolles Wetter. Aber es bringt ja nichts, wenn die Leute ausbleiben. Ja. Und vor allem haben die Leute, die hustlen hier, die haben es am schwierigsten. Zum Beispiel der Kollege, der gerade auf mich zukommt, müsst ihr auch verstehen, das Ganze ist schwer. What's up, man? How are you? How is the economic now? Economic? Economic. It's bad. It's hard, yeah? So there is a difference, yeah? Before was crazy. Which year? 2019, 18? 2019. 19 was. Also der Kollege sagt, 2019 war noch alles okay. And then the KO system comes.
like 2020 was crazy. Yeah. You don't go outside, everybody home? Everybody home. Oh wow. And now it's okay, a little bit slowly. You think Palma go up slowly or go down, yeah? Galativ. Ja, also er hat eine Brille? Ja, ich habe schon eine, Bro. Ja, er ist der geilste, neue Farbe. Ja, nee, also er selber sagt ja auch, dass die daran merken, dass die spüren, dass die Wirtschaft auch so langsam in den Bach untergeht. Und da ist nichts mit up, sondern mehr down. Ja? Und ja, er ist natürlich einer von den Hustlern. Und you hustle, yeah? All the time. Ja, okay, I got you, Bro. I got you a little something, you know? Because you are in my video, you know? So no worries. That's your friend? Hey, don't be jealous, man. Galativ, yeah. Where are you from originally, bro? Senegal. Mm-hmm. Yeah, Senegal. How long you stay here? 20 Jahre. Du kannst, ey, der kann sogar Deutsch. Ja, Deutsch. Krass, but how, man? Yeah. You learn, yeah? Yeah. You chill with the blonde German girls? Yeah. You like? Guy. You like? Yeah, okay. Tell me when you have free time. You have free time, we make some interview, we go eat, it's all on me. Yeah, where I can find you? Always here. Anytime. This place? Yeah, this place. Okay. Okay, bro. I'll come next time. Thank you for the interview. Thank you, my friend. No worries, yeah? Thank you, bro. Also, cooler Typ. Ja, auch er meinte, die Wirtschaft geht beim Bach unter, hier in Mallorca. Und ja, ist natürlich traurig, ne? Selbst wenn die Hustler es richtig schwer haben, weil die sagen auf jeden Fall die Wahrheit, wenn die Wirtschaft wirklich runtergeht, spürt man das in jeder Lage. Und er hat ja gerade ja auch erzählt, dass es ihm nicht gut geht. Ich habe gefragt, jetzt geht es aber langsam hoch oder so, oder? Da meinte er so, nein, das Ganze geht eher runter. So. Ihr habt ja gesehen, so laut seiner Körpersprache, wie er das so gezeigt hat, so an sich, wie das eigentlich wirklich hier ist. Ja. Es ist einfach nicht mehr dasselbe, ja. Seitdem Covid. Und ja, ich würde sagen, ja, weiter geht's. Mal sehen, wie lange das Video wird, Freunde. Alt. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Danke fürs Schauen. Abonniert. Sorry, ich habe gerade gegessen vorhin. Abonniert, aktiviert. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Six, All in the Mix, J6. Und ja, ich meine, die Leute machen das Beste draus. Deutsche sind sowieso hier und sind optimistisch und feiern, haben sich freigenommen. Wie ihr gehört habt, einige leben hier, so wie der Kollege aus dem Bodensee. Oder aber auch einige von denen lassen sich einfach krank schreiben und kommen trotzdem her. Okay, Freunde, das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Peace.